Maximiliane Irene von Quint lebt bei ihren Großeltern in Hinterpommern. Einst wird sie das Gut Pönichen erben. Ihre Welt ist Pönichen und Pönichen ist der alte Quint. Der Freiherr ist stolz auf seine Enkelin, obwohl über ihre Blutsverwandtschaft vieles zu sagen wäre. Maximilianes Mutter Vera ist mit ihrem zweiten Mann, dem jüdischen Psychoanalytiker Dr. Daniel Grün, emigriert. Maximiliane hat Viktor Quint geheiratet und ihr erstes Kind bekommen. Sie hat viel vom Geist ihres Großvaters, aber auch viel vom Blut ihrer Großmutter. Wie diese einst zu einem polnischen Offizier, fühlt Maximiliane sich zu einem deutschen Offizier hingezogen. Was gibt's Neues? Wer hat es denn heute den Krieg erklärt? Unsere Panzerspitzen nähern sich Warschau, Herr Baron. Und Präsident Roosevelt hat erklärt, dass Amerika neutral bleibt. Ja, ja, die Amerikaner. Die Martha Riepe fährt durchs Dorf wie die Siegesgöttin persönlich. Was ist denn, Kind? Ich glaube, es ist soweit. Da werde ich mal sofort Dr. Witko anrufen. Dr. Christ. Ach ja, daran muss ich mich auch erst gewöhnen, dass sich der Witko zur Ruhe gesetzt hat. Kann ich mir nicht erlauben. Und die Pech soll die alte Schmalz holen. Schaden kann's ja nicht. Es ist ein sehr ungestümes Kind, das Maximiliane da zur Welt bringt. Es kommt zu früh und zu schnell. Weder der junge Arzt Dr. Christos Dramburg noch die alte Hebamme Schmalz treffen rechtzeitig ein. Das Kind bricht sich bereits bei seiner Geburt das Schlüsselbein. Wo bleiben Sie denn, Frau Schmalz? Es ist schon da. Auf den Führer und auf unsere siegreiche Wehrmacht. Es lebe der Führer. Es lebe vor allem die Mutter des Kindes. Und sein Vater. Da fällt mir ein Wort Bismarcks ein. Wir Deutschen fürchten Gott. Sonst nichts auf der Welt. Mein Vater pflegte diesen Satz zu zitieren, aber unter folgender Hinzufügung. Wir pommerschen Gutsherren fürchten nichts. Nur schwere Gewitter, durchgehende Pferde, die Maul- und Klauenseuche, der Kiefernspanner und der Zweifrontenkrieg. Aber sonst nichts auf der Welt. Das dürfte nicht ungesagt bleiben, um der Tradition willen. Du musst unsere pommersche Art noch lernen. Nicht den Ärger runterschlucken, sondern den gespickten Hecht. Vergesst nie, dass ihr es mit Polen zu tun habt. Mit fremdvölkischen Elementen. Mit ihnen kann es keine Freundschaft geben. Vergesst nie, dass die Gräueltaten in Polen den Führer zwangen, mit seiner bewaffneten Wehrmacht unsere Volksdeutsche zu schützen. Wir brauchen die Arbeitskraft der Polen. Aber jeder, der mit ihnen zu tun hat, muss sich darüber klar sein, dass der Hass der Polen heute größer ist denn je. Pönicher, Deutsche, der Pole ist niemals unser Freund. Er steht unter jedem deutschen Volksgenossen auf dem Hut. Geschwister? Wie immer. Bruder, Schwester? Ach, Dreh. Aber vergesst nie, dass ihr Angehörige des Herrenvolkes seid. Dein Vater? Mutter? Hm?
Nein, das musst du für den Juni verbuchen. Ja. Danke, Anja. Steht ja gut, dein Kleid. Vorhin hätte ich sie beinahe mit dir verwechselt. Tja, ein Mann wird schon mal. Wenn das nur Victor nicht passiert. Wenn mich nicht alles täuscht, es ist ein sehr hübsches Polenkind. Aber vielleicht bin ich aus dem Alter raus, wo man das beurteilen kann. Ja, viel habe ich nie davon verstanden. Ich weiß, Sophie Charlotte. Ich habe nichts gesagt, Quint. Nein. Gesagt hast du nichts. Golo Quint. Da ist noch Platz für viele. Den Namen hatten wir noch nie. Aber wir in Schlesien. Sag mal, das Kleid, das diese Polin anhat, dieses Hausmädchen, ist das nicht von dir? Ja, sie tut mir leid. Sie hat ihre Heimat verloren und weiß nicht mal, ob ihre Angehörigen noch leben. Du verschwendest dein Mitleid. Ich möchte dich doch dringend bitten, alle Vertraulichkeiten zu unterlassen. Polen hat den Krieg verloren. Sag mal, wieso heißt das eigentlich Kriegserklärung? Der Krieg wird doch niemandem verständlich gemacht. Es heißt nicht jemandem etwas erklären, sondern... Was sondern? Bist du wirklich so naiv oder stellst du dich nur so? Du fragst falsch. Das haben sie in Arnswalde und Hermannswerder auch immer gesagt. Na, siehst du. Du brauchst über solche Fragen nicht nachzudenken. Es genügt, wenn du einfach deine Pflicht tust. Und was ist meine Pflicht? Sag mal, muss man dir wirklich den hohen Begriff der Mutterschaft erklären? Was ist denn daran komisch? Schon wieder eine Erklärung. Fast ein Jahr Krieg gegen Russland, Frühjahr 1942. Die Front im Osten löst sich nur langsam aus der winterlichen Erstarrung. Victor hat es geschafft, trotz seiner Unabkömmlichkeit. Seit Januar ist er Soldat. Und Maximiliane brütet mal wieder, wie der alte Quint sagt. Na? Was gibt es Neues im Osten, Martha? So geht's nicht weiter, Herr Baron. Die fressen uns noch die Haare vom Kopf. Na, so weit ist es ja nur noch nicht. So viele Verwandte und Freunde haben wir noch nie gehabt, Herr Baron. Das gibt sich wieder. Und Sie nehmen Ihnen noch nicht einmal die Lebensmittelmarken ab. Tja, ich bin kein Krämer. Ja, Fräulein Ahrens aus Königsberg, sie möchte einen Besuch machen und liebe alte Erinnerungen auffrischen, dass die sich nicht schämt. Na, lassen Sie mal ruhig kommen, nicht? Blaskocken ist ja nicht mehr da. Was sagen Sie nur, Herr Baron? Wie ist die Lage? Tja. Was soll ich schon sagen, Herr Lindström? Dann geben Sie jedem, wenn er geht, noch ein Fresspaket mit. Die leben hier wie Gott in Frankreich. Wie Gott in Hinterpommern, Martha. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Hilde Preissing. Das Kind ist Edda. Tja, bitte kommen Sie rein. Ich will heiraten. Weißt du das, Victor? Heiraten ist meine Sache. Mein Zukünftiger will das Kind nicht. Das Kind ist uns im Weg. Soll man das hier alles vor dem Kind besprechen? Das ist es gewöhnt. Bei uns ist niemand, der sich kümmern kann. Meine Mutter ist vor 2 Monaten gestorben, bei Fliegeralarm die Treppe runtergestürzt. Mein Vater kann gerade eben für sich selber sorgen. Ist da genug Platz? Hier kommst du auf ein Kind mehr oder weniger nicht an. Weiß Victor, dass Sie hier sind? Nein. Wann hat denn die kleine... Edda! Wann hat denn die kleine Edda Geburtstag? Am 5. März. Das ist ein Sonntagskind. Ja. Viel anzuziehen hat sie nicht, was es eben so auf Kleiderkarten gibt.
Ein Koffer ist noch auf der Bahn. Ja. Und hier sind die Papiere. Vollständig. Auch die Verzichtserklärung vom Jugendamt bestätigt. Wann soll es denn bei Ihnen soweit sein? In 6 Wochen. Na komm, Edda, ich bring dich zu Joachim und Golo. Mit denen kannst du spielen, hm? Nimmst du es mit? Komm. Wer soll das sein? Das kleine Mädchen heißt Edda und kommt aus Berlin. Die gehört jetzt zu uns. Das ist beinahe eure Schwester. Du hast uns aber eine ganz kleine Schwester versprochen. Die kriegt er außerdem. Edda ist ein Sonntagskind. Die Laus im Pelz. Erinnerst du dich, als dieser Quint ohne D zum ersten Mal zu Besuch kam? Da sagtest du doch, setzen wir uns da nicht eine Laus in den Pelz? Und jetzt hat er uns sogar ein Kuckucksei ins Nest gelegt. Ausgeschlüpft ist es ja schon, Quint. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Mutter. Das ist nicht deine Mutter, das ist unsere Mutter. Das weiß ich doch. Zu meiner Mutter sage ich Mama. Guten Morgen, Mutter. Guten Morgen, mein Kind. Ich hab's aber eilig gehabt, auf die Welt zu kommen. Diesmal wollte ich doch endlich mal dabei sein. Na, was los? Guten Tag, Herr Quint. Oh, die sind aber schwer. Wollen wir uns die neue Schwester mal ansehen? Komm, Golo, bleib sitzen. Lass den, der ist viel zu schwer. Ihr habt dir was mitgebracht, Joachim. Das ist der Splitter einer Bombe. Die ist ganz in der Nähe meiner Kaserne detoniert. Eine Bombe! Eine Bombe! Eine Bombe! Ja, wer ist denn das? Das solltest du besser wissen als ich. Guten Tag, Onkel Viktor. Wieso sagt sie denn Onkel zu dir? Ist doch egal. Sag mir lieber, was die hier macht. Ich begreife dich wirklich nicht. Wieso hast du mich über den Tatbestand im Unklaren gelassen? Du hättest mich doch wirklich darauf vorbereiten müssen. Was für eine Situation bringst du mich? Soll das Kind etwa hierbleiben? Wo sonst? Bombe, Bombe! Wollen Sie es sich während Ihres Urlaubs nicht etwas bequemer machen? Ich bin kein Zivilist, gnädige Frau. Wenige Tage noch, dann wird meine Einheit nach Russland einrücken. Ich werde in vorderster Linie dabei sein. Ich werde das Weiße im Auge des Feindes sehen. Den Vorsprung, den andere mir voraus haben, werde ich in Bälde einholen. Wir werden Russland erobern. Russische Erde. Pommern hat mir einen Vorgeschmack des Ostens gegeben, des künftigen großdeutschen Lebensraumes. Quint, schluck es runter. Da du gerade beim Thema bist,
Du hast jetzt 4 Quints gezeugt. Diesen kleinen Berliner Kuckuck kann man ja wohl dazu rechnen. Und das 4. ist so gut wie fertig. Einmal angenommen, ist jetzt Schluss mit der Fortpflanzung. Eine Annahme, die als grundlos zu bezeichnen ist. Aber schon diese 4 Quints werden sich in der nächsten Generation vervierfachen. Und niemand kann wissen, ob sie sich nicht verachtfachen. Ich habe da kürzlich eine Statistik über die Besiedlungsdichte von Hinterpommern gelesen, die bekanntlich dünn ist. 8 Einwohner auf einen Quadratkilometer. Es ist also absehbar, wann Hinterpommern ausschließlich von Quints besiedelt sein wird. Aber warum nur Hinterpommern? Wo doch demnächst dem Großdeutschen Reich das ganze Polnische und das Russische und das Tatarische und das Schingiskanische Reich zur Verfügung steht. Man wird einen der künftigen östlichen Grenzgaue Quintland nennen können. Es erübrigt sich wohl jede Stellungnahme meinerseits. Aber der Gedanke, dass meine Söhne in einer politisch vergifteten Atmosphäre aufwachsen müssen. Sie werden satt und sie frieren nicht. Bald wird kein Deutscher mehr hungern oder frieren müssen. Die Kornkammern der Ukraine sind erobert. Ja, aber sie wurden nicht bestellt. Es kommt nicht darauf an, ob ein Einzelner hungert oder friert. Es kommt einzig und allein auf die Idee an. Meine Söhne, deinen Reden ausgesetzt, von einer polnischen Fremdarbeiterin... Anja wurde zur Volksdeutschen erklärt. Durch deinen Führer. Ist er dein Führer nicht? Victor. Halt dich halt doch raus! Herr Quint, Frau und Tochter erwarten Sie schon. Quint! Danke, Herr Doktor. Herr Quint! Ach. Ich danke dir. Ich möchte, dass wir sie Victoria nennen, nach dir. Weißt du, ich denke mir das so. Irgendwo auf der Welt ist jemand gestorben und seine Seele hat sich befreit und findet jetzt seinen neuen Platz in unserem Kind. Kannst du dir das vorstellen? Beim besten Willen nicht. Du solltest schlafen. Die Niederkunft muss dich angestrengt haben. Ich trage Victoria in unseren Stammbaum ein. Kommst du mit? Mhm. Trag Edda auch ein, Victor. Ich bitte dich, Maximiliane. Doch, doch. Und wenn du Victoria standesamtlich anmeldest, dann bring das mit Edda in Ordnung, ja? Bevor du nach Russland gehst. Wenn es dich beruhigt. Komm, Edda. Und jetzt schick mir bitte Anja. Ich begreife nicht, Maximiliane, wie du diese Polin... Schick mir Anja. Komm, Onkel.
Spiel doch lieber draußen. Komm doch. Schöne Mutter. Von der Großmutter. Schöne Mutter. Was ist denn? Nichts, gar nichts. Kommen Sie her. Wo Sie herkommen, habe ich Sie gefragt. Antworten Sie endlich. Herr Offizier. Morgen. Guten Morgen. Ich muss dir etwas Bedauerliches mitteilen. Diese Polin hat ein Verhältnis mit einem französischen Kriegsgefangenen. Claude soll er heißen. Ja, er ist mein Gärtner. Der kümmert sich um meinen Tabak. Ich werde Ihnen raten, etwas vorsichtiger zu sein. Du duldest also derartiges unter deinem Dach? Ach, so ein Dach breitet sich über vieles aus, ob ich es dulde oder nicht. Außerdem Claude und Anja meine besten Leute. Ich sehe diese Unterwanderung der Heimat durch die Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter mit Besorgnis und Empörung. Und vergleichsweise ist diese Unterwanderung friedlich. Von deutschen Truppen erobert zu werden... Kein Wort weiter, ich sehe mich sonst gezwungen... Kein Wort weiter unter meinem Dach! Der Ärger bekommt deinen Blutdruck nicht, Quint. Das gleicht der Wein wieder aus. Außerdem ärgere ich mich nicht. Ich wundere mich nur. Begreifst du das, Sophie Charlotte? Ich war ein Idealist, als ich jung war. Dann wurde ich Nationalist. Und soweit ein Pommer leidenschaftlich sein kann, war ich sogar ein leidenschaftlicher Nationalist. Und jetzt merke ich mehr und mehr, dass ich zum Pazifisten werde. Ein preußischer Pazifist. Und das mitten im Krieg. Während des Vormarsches unserer siegreichen Truppen auf allen Fronten. Aber ich sage dir, wir werden uns noch totsiegen.